Also ich bin seit 1980 hier am 1. April und bin natürlich hier das Urgestein und gehe jetzt nächstes Jahr in Rente. Ja, es war von Anfang an mein Ein und Alles. Ich habe hier viel Zeit investiert. Es ist mein zweites Zuhause. Ich habe am 1. Mai 2016 hier angefangen. Selbst da wussten schon andere Leute meinen Namen, bevor ich wusste, wer das überhaupt ist. Also die haben einen super aufgenommen. Alle haben offenes Ohr. Das ist so wie eine große Familie. Also bei uns gibt es keine verschlossenen Türen. Hier kann jeder kommen, wann er will. Das gibt es nicht auf allen Höfen. Wir sind hier richtig personenbezogen. Und deswegen denke ich mal, das ist das Besondere hier auf Mr. Camp. Natürlich auf eine Art schade, dass das hier aufgegeben wird. Auf der anderen Art natürlich ist es der modernste Betriebshof, der kommen wird. Aufregend, dass ich der Letzte sein darf. Auf der anderen Art natürlich auch, ich wohne jetzt auch 3 Jahre hier nebenan in dem Hochhaus, gucke jeden Tag auf die Busse runter und dann weiß ich, wenn ich hier vom Hof gefahren bin, gibt es hier keine Busse mehr. Das ist schon ein bisschen mulmig. Komisches Gefühl. Als ich vom Hof gefahren bin, war es schon ziemlich traurig, so, weil das letzte Mal von Mr. Camp ausgerückt bin, komme ich nie wieder hin zurück mit dem Bus. Ich fahre jetzt bis 4.13 Uhr noch durch die Nacht, durch Hamburgs Straßen und dann geht es das erste Mal mit dem Bus auf den neuen Betriebshof Alsterdorf. Hier links müssten die Carports sein, wo dann in Zukunft die Fahrzeuge abgestellt werden. Dann haben wir hier einmal die Terek-Halle, wo unsere Wagen getankt werden. Und dahinter müsste dann auch die Werkstatt sein. Und diese beiden Carports müssten dann später für die E-Busse sein. Ich erhoffe mir vom Betriebshof auf jeden Fall, dass es so kollegial bleibt wie auf Mr. Camp, dass man sich grüßt, einen Kaffee zusammen trinken kann, man trotzdem zusammenhält. Aber ich denke mal, man kann das hinbekommen. Weil die Leute sind ja dieselben noch.